Leute, hier ist euer Philipp Black. Wie versprochen komme ich mit meiner neuen Story, mit einer meiner Stories, die echt brutal krass ist. Das war eines Abends, am Abend, wir standen auf dem Kiez, da stehen die ganzen Taxifahrer, ich stand auch da, da kam ein Mädel, wollte bei den vorderen Taxifahrer einsteigen, hat der Taxifahrer irgendwie nö gesagt, dann ist sie rüber zu mir, meinte, kann ich bei dir einsteigen? Ich sag klar, ist sie eingestiegen. So, dann meinte sie, die und die Straße, sind wir hingefahren, als wir angekommen sind, kam ein Betrag von ungefähr 13 Euro oder 14 Euro paar zerquetscht. Zuerst war das so, dass sie meinte, die und die Straße, da komme ich in der Straße an und dann sagt sie, nee, voll aggressiv, fahr noch ein Stück weiter runter, weil ich bei der und der Hausnummer bin. Ich sag, gut, entspann dich, du hast mir deine Straße ja gar nicht genannt, deine Hausnummer, nur die Straße. So, dann fahren wir noch ein Stückchen weiter runter, mit voller Hausnummer, sagt sie, ja, und einmal hier mit Karte. Ich sag, du, ich habe kein Kartengerät, kann ich da nicht akzeptieren. Sagt, wie, du kannst keine Karte akzeptieren? Ich so, ja, hättest du vorher fragen sollen, ich habe keine Karte dabei, kein Kartengerät. Sagt sie, doch, ihr Taxifahrer, ihr müsst Kartengeräte dabei haben. Ich sag, nee, müssen wir nicht. Das liegt in unserem Ermessen. Und an dem Tag hatte ich einfach kein Kartengerät dabei. Wieso musst du leider ein Bar zahlen? Sagt sie, habe ich nicht. Ich so, gut, dann fahren wir jetzt irgendwo hin, zu einer Bank, und dann kannst du dein Geld abgeben. Sagt sie, in Ordnung. Dann habe ich sie noch ganz lieb gefragt, bei welcher Bank bist du denn, damit du keine Gebühren zahlst? Sagt sie so, egal welche. Gut, habe ich gesagt, gut, ich gucke, wo die nächste Haspa ist. Weil hier in Hamburg haben wir die meisten Haspa-Filialen. Sind wir losgefahren, wollten zu einer Haspa-Filiale, das Taxameter lief natürlich. Dann hat sie mich plötzlich angemacht und sagt, ja, aber ich zahle dir den Scheiß doch nicht, dass ich zur Haspa fahre. Ich sage, natürlich musst du doch. Ist doch nicht mein Problem, du hast das Bargeld nicht dabei, also musst du auch den Weg bis zur Bank und wieder zurück zahlen. Sagt sie, nee, mache ich nicht. Ich sag, musst du. Sie meinte, weißt du was? Du legst dich gerade mit der Falschen an. Ich habe genug Ahnung, denn ganz Ottensen gehört meiner Familie. Ich sag, weißt du was? Wenn ganz Ottensen deiner Familie gehören würde, dann wärst du nicht so peinlich und hättest du wenigstens noch 14 Euro bar bei dir. Hat sie natürlich darüber aufgeregt. Sie meinte, so, ich zahle jetzt gar nicht. Ich so, kannst du machen. Ich rufe die Polizei an, dann könnt ihr kommen und dann können wir das andersweitig klären. Dann sagt sie, weißt du was? Ich rufe auch die Polizei an. Ich habe die Polizei angerufen. Ich sag, ja, moin. Ich bin hier, so und so, ich habe eine Fahrgästin, die möchte nicht zahlen, können Sie bitte einen Streifenwagen losschicken? Sagt sie, ja, wir schicken einen los. Keine Minute später ruft sie die Polizei an und sagt, ich werde hier von einem Taxifahrer in der und der Ecke festgehalten, er ist ganz komisch, ich habe Angst, bitte schicken Sie schnell einen Streifenwagen. Das wirst du gleich schon erleben. Ja, es ist mir so egal, was du den Polizisten erzählst, du willst nicht zahlen, die Uhr läuft weiter und du wirst zahlen. Ein Mensch hat gesagt, ich zahle nicht, ich habe nur gesagt, ich werde nicht den Weg zur... Sein. Gut, Honey. Aber ich hab kein, ja, ich bin erstmal nicht dein Honey und ich, wenn ich kein Kartengerät habe, ist es halt so. Ja, dann tut's mir leid, dann machst du deinen Job nicht richtig. Der zu dich von Anfang an schlau machen soll. Könnten Sie mal bitte kommen, weil der Taxifahrer mich hier krass unter Druck setzt, weil er sein EC-Gerät nicht wie versprochen dabei hat. Und da wurde es gefährlich. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt muss ich aufpassen. So habe ich nach links geschaut, da habe ich gesehen, dass ein Passant war. Bin ich aus dem Auto sofort ausgestiegen und gleichzeitig mein Handy angemacht, habe das Ganze gefilmt. Nur als Beweis, falls später jemand kommt, die sagen kann, hey, ich habe sie nicht angefasst, ich habe nichts gemacht. Da bin ich zum Passanten, ich sage, sie standen hier die ganze Zeit, weil er Gassi gegangen ist mit seinen zwei Hunden. Wieso haben sie irgendetwas gesehen, dass ich sie jetzt im Auto festhalte oder sonst irgendetwas? Er sagt, nö. Ich so, gut, weil die Dame unterstellt mir das gerade, ruft bei der Polizei an, steigt sie aus. Ich habe hier nur ein Zeug geholt, nur weil du mit deiner Unterstellung gekommen bist, dass ich dich angeblich festgehalten hätte im Taxi. Sie meinte, du wirst so ein dickes Problem von mir bekommen. Du weißt nicht, wen ich alles kenne, wer wir sind. Ich sag, du, es ist mir scheißegal, wer ihr seid. Sie sagt, siehst du hier meine Handtasche, die ist mehr wert als dein ganzes Leben. Du bist nur ein billiger Taxifahrer. Ich sag, du, ist mir egal, sie meint, ich komme aus gutem Hause. Ich sag, ich auch. Sie meint, sieht man, deswegen du als Taxifahrer gelten. Ich musste lachen darüber. Und dann war das ganz krasse, da hat der Passant gefragt, um wie viel Euro handelt es sich denn? Ich meinte, ja, es handelt sich so um 14 Euro. Sagt er, weißt du was, hat er Geld aus seiner Tasche rausgeholt, hat mir 15 Euro in die Hand gedrückt. Dann guckt sie mich an und sagt, du hast es richtig nötig, ne? Ich sag, ich hab's nicht nötig, aber du hast es ja anscheinend nötig. Ganz ordentlich sind gehört deiner Familie und du hast es nötig, dass dein Nachbar deine Fahrt bezahlt. Sagt sie, weißt du was, nimm die 15 Euro und schieb sie dir in deinen albanischen, behaarten Arsch. Zumal bin ich gar kein Albaner. Erstens. Und zweitens meinte ich, okay, wenn du so meinst. Und dann kam auch schon die Polizei. Und dann habe ich denen das erzählt. Ich sag, ja, so und so. Und dann meinten die, egal, alles gut. Ich sag, ja, ich habe hier den Zeugen, nur für den Fall, falls sie jetzt eine Anzeige machen sollte, von wegen, ich hätte sie angeblich im Taxi festgehalten oder wollte sie anfassen. Entschuldigung? Entschuldigen Sie?
Dürft ihr sie kurz was fragen? Die Dame unterstellt mir gerade, dass ich sie gefangen halte und irgendwie unter Druck setze. Und sie ruft gerade die Polizei an. Könnte ich mir ihren Namen aufschreiben für den Fall eines Zeugen, weil sie unterstellt mir gerade, ich würde sie unter Druck setzen, gefangen halten und ich möchte nicht unbedingt Probleme haben. Aber um was geht's? Sie, ja, genau, sie zahlt den Betrag nicht, was ich möchte. Und jetzt ruft sie die Polizei und sagt, ich würde sie unter Druck setzen und irgendwie gefangen halten. Aber sie sehen das ja, dass ich sie nicht unter Druck setze. Richtig? Aber sieht das danach aus, als würde ich sie gefangen halten oder irgendwie unter Druck setzen? Überhaupt nicht. Gar nicht. Kann richtig? Er gehen, wenn sie will. Genau. Sie haben ja die ganze Zeit gesehen, dass ich sie nicht unter Druck gehalten habe, richtig? Ja, aber worum geht es? Um wie viel geht es denn jetzt? 16 Euro. Es geht mir jetzt gerade nicht um die 16 Euro. Es geht mir darum, dass sie die Polizei ruft und sagt, ich würde sie unter Druck setzen und sie gefangen halten. Darum geht es. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist dann echt traurig, dass sie mir jetzt irgendwie unter was unterstellen möchte, was ich gar nicht mache. Ja, er hat kein EC-Kartengerät dabei, das ist leider seine Schuld, oder? Aber die Polizei anzurufen und zu sagen, ich würde sie unterdrücken und gefangen halten, das geht echt nicht. Das deswegen habe ich sie so als Zeugen aufgehalten, weil ich tue es gerade nicht. Sie sollten ich halte mal sie bitte Passanten hier in Ruhe lassen. Also du hast ja nur eine EC-Karte, genau, ich du hast kein Lesegerät. Ich habe kein Lesegerät, dann hätten sie von Anfang an fragen müssen, das wäre kein Problem. Das ist relativ erbärmlich, dass man die Polizei ruft, aber das ist nicht mehr. Ich bezahle jetzt die 16 Euro und dann ist alles gut. Und alle gehen nach Hause. So, ist jetzt ein schöner Samstagabend. Super, ich danke dir. Alles gut, alles gut. 15 ist in Ordnung. Und du gehst nach Hause und er geht nach Hause. Und ich danke dir vielmals. Okay. Meine Familie wird dich sag mir bitte nochmal deinen Namen. Entspann dich euch sag mal. Sag mir bitte nochmal deinen Namen. Und ich komme aus relativ gutem Hause, deshalb kann ich auch ich auch. Ja, ich auch. Du kommst aus gutem Hause, deshalb fährst du Taxi. Ja? Sag mir bitte deinen Namen, klar. Familienteil. Nein, musst du nicht. Du fährst jetzt. Also du kommst aus wirklich sehr, sehr gut. Wenn du nicht mal 16 Euro zahlen kannst. Ich habe eine Chanel-Tasche, die kostet mehr meinst als dein gesamtes Leben. Meinst du, mich interessiert deine Chanel-Tasche? Mach deinen Job. Macht er nämlich nicht richtig, sonst hätte er eine EC-Karten direkt. Ja. Aber hat er doch nicht. Er ist doch angestellt. Kann ich ja nichts für. Oh, das ist aber so nötig. Die 15 Euro schickst du dir in einen behaarten albanischen Arsch. Ey, entspann dich jetzt mal. Okay. Vielen Dank. Gut, dass ich das gerade alles aufgenommen habe. Jetzt wird es eine dicke Anzeige geben. Ja? Auch. Sehr schön. Das die Mühe nicht wert. Leute, so eine Story. Sowas erlebt man öfters. Das war einer der Stories. Seid gespannt auf die nächste Story. Die wird noch viel krasser sein. Euer Philipp Black.